den sehe, ist der sowieso fällig. Da ist noch einer. Nee. Wir können ja nochmal einen Kopf probieren. Okay, brauchen wir nicht weiter. So, erledigt. Den anderen sehe ich noch nicht. Hier kommt der nächste an. Ach, das sind auch Idioten. Mal aufs Bein. Das ist verkuppelt. Kommt gleich noch einer aus dem Westen zu uns angelaufen. Ansonsten habe ich auch keinen auf dem Radar. Läuft der jetzt ums Haus rum? Entweder er kommt hier gleich raus. Oder er geht hier lang. Da geht er lang. So, erledigt. So, sonst sehe ich nichts auf dem Radar unten. Das ist schon mal ganz nett. Nervt nämlich so langsam ein bisschen. Und ich hau mir mal ein Rad-Awei rein. Weil wir gerade eins über haben. So, schon viel besser. So, fast ganz ohne Strahlung. Dann hauen wir uns jetzt noch hier Nudelschalen rein. Weil wir davon gerade welche haben. So. Hier ist noch nichts in der Nähe. Vertrockneter wilder Ghoul. Carl Everett. Oh nein, sind die alle gestorben schon? Oh, das wäre jetzt richtig scheiße. Wenn man einfach zu spät hier ist. Also vom Spielverlauf. Nicht einfach von der Quest, weil man die bekommen hat oder so, sondern wirklich vom Spielverlauf. Die Aufzeichnung von ihm, die können wir uns eigentlich nochmal eben anhören. Karl irgendwas aufzeichnet. Karls Aufzeichnung. Ich finde auch diese Animation immer noch total geil. Ach so. Hä? Ich dachte, das wäre hier schön was zum Anhören. Ich bin ja jetzt enttäuscht. So, da oben ist unser Ziel. Da werden wir mal rein. Latsche. Aber nicht einfach so. Ich weiß, dass hinter uns noch einer ist. Schießt vor ihm, Junge. Vor ihm. Fuck it. Kommt raus aus der Bude und ich schieße euch die Beine weg. Das verspreche ich euch. Hasse Ghule. Mann. Hier. Stimpack für dich, Dogmeat. Ich lasse meinen Begleiter bestimmt nicht mehr verrecken hier. Also, könnt ihr eh nicht, aber weißt du schon. Oh, nehmen wir wieder die. Oh, da haben wir nicht mehr volle Kanne Muni für. Dann nehmen wir wieder die. Wenn das so ist. Der Kollege ist direkt hier. Da ist er. Hat sich wahrscheinlich eingesperrt. Ja, lad doch nach, du Affe. Fuck it, Alter. Jetzt haben sie mich in der Mangel hier. Ach, diese Spacken, Alter. Mann, ich hasse es. Ich hasse es, hasse es, hasse es, hasse es, hasse es. Ach. Kleine Hunde sind das. So. Machen die jetzt einfach ganz tricky fertig. Alle durchs Fenster. So. Manchmal treffe ich auch irgendwie nicht. Weiß gar nicht, wie das eigentlich kommt. Ergibt sich wohl einfach. Oh,
hier? Ah, hier gibt es sogar noch einen Keller. Ah ja, der Rathauskeller. Ich hoffe, dass sich dort die richtigen Bewohner versteckt haben. Und es nicht wirklich nur Ghule gibt hier. Das wäre so ein bisschen schade. Klar könnte man neue Siedler hier hinschicken. Die das dann quasi alles wieder in die Hand nehmen. Sich hier ansiedeln und so. Aber ja, ist auch so eine Sache immer. So, oh gut, die Tür bringt uns nichts, außer dass sie uns gleich im Wege steht. So, dann haben wir den direkt mal erledigt, warum uns denn hier groß bescheißen lassen. So. Selbiges gilt für die Kollegen. Da gibt es direkt einen in den Kopf und fertig. Da hinten ist auch noch einer, weiß ich. So. Ganz bequem. Jetzt können sie uns auch nichts mehr. Cell. Cell Solo Band. Seins können wir uns anhören, das ist gut. Das werden wir auch tun eben. Wo ist das? Hier, Diverses, ne? So, es geht ein bisschen schneller. Das können wir uns anhören, schön bequem. Verdammt, nutzlose Drecksäcke. Als sie ihren ersten Ghoul sahen, sind sie einfach in alle Himmelsrichtungen weggelaufen wie Red-Kakerlaken. Ich habe Monate gebraucht, diesen Einsatz vorzubereiten. Ich kehre jetzt auf keinen Fall um. Der Schatz wird mein sein. Und wenn ich ihn mit bloßen Händen ausgraben muss... Was für ein Schatz? Finde die Schätze von Jamaica Plain. Ah ja. Schätze hört sich doch schon mal gut an. Ich wollte ja auch eigentlich... Ja, diese Waffe benutzen, ne? So. Da haben wir nämlich noch mehr als 1000 Kugeln für. Oder Schuss, wie auch immer. Munition en masse. Also wie es aussieht, sind die aber tatsächlich nur hier wegen irgendeinem Schatz gewesen. Das sind also keine Siedler in dem Sinne. Was ich jetzt eigentlich gehofft hatte. Oh, ein Meisterschlüsschen. Ah, haben wir schon lange nicht mehr. Jetzt können wir mal unsere Hundertschaften von Haklermann dran aufbrauchen. Oder halt nur eine. Geschafft. So. Ja, noch ein Experten-Safe, Alter. Geht's ja richtig los. Zack. Das wär's. Ach nee, ist ja eigentlich noch vorbei. Eigentlich nicht so gut. Aber egal. Yay, Jamaica Plain Archivschüssel. Sieht total cool aus. Mit so einem schönen Vault Boy Kopf. Was haben wir da? Ein Wecker. Nehmen wir. Die dürfen wir nicht hier lassen, die bösen Wecker. Ich habe den Weckern den Kampf angesagt. Hier sieht es mir auch zu wummerig aus. Aha. Interessant. Irgendwem hat es nicht gefallen. Hä? Ich sehe nichts. Verteidigungsanlagen mäßig. Ach so, ein Protektron. Zwei sogar davon. So, schauen wir erstmal rein hier in die Kiste. Dann werden wir nochmal einen Quicksave machen und weiter in den Raum laufen. In der Hoffnung, dass die nicht uns angreifen. Ah, wir können die hier rausholen. Das geht. Gut, rausholen ist ja kein Problem. Das können wir mal machen. Das wär's. Oh, Alter. Bam. Voll getroffen. So. Das wäre das erste Terminal. Hier, das nehmen wir auch noch mit. Allein wegen den XP einfach. Alter, was geht? Direkt beim zweiten Wort immer. So. Okay. Das hätten wir erledigt. Da ist ein Geschützturm, der wahrscheinlich gleich ganz böse auf uns schießen wird. Sei denn, wir finden eine Option. Wow. Ich glaube nicht, dass es da durchgeht. Boah,
Alter. Wo sieht man das Ding denn mal? Alter. Wollte nur mal schnell wieder raus aus dem... Na, ich treff's wahrscheinlich nicht von mir aus. Doch, so geht's. So kann ich es treffen, ohne dass es mich erwischt. So mag ich das am liebsten. Okay, ein Schuss noch, dann haben wir's. Okay, aber irgendwas anderes Rotes ist dann noch. Wahrscheinlich haben wir noch einen, so einen Teil direkt auf der anderen Wand. Und ich weiß, wir haben jetzt den Raum zwar schon gefunden, um den es eigentlich gehen wird. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ein wenig umsehen. Wow. Holy fuck. Das ist eine Decke, muss wahrscheinlich zuerst weg. Würde ich behaupten. So. So viel Schaden machen die aber eigentlich auch nicht, ne? Ist schon mal ganz gut. So, geil. Level 29. Da können wir uns dann mal wieder ein Level-Upchen gönnen. Ich würde sagen, hier mehr Schaden, ne? Können wir eigentlich mal durchhauen. Das nächste Level ist ja eh schon festgelegt. 100% mehr Ausrüstung ist natürlich auch fett. Und weniger Schaden wieder. Aber ich würde gerne mehr Schaden machen auch, ne? So, wir haben es jetzt auf 2. Auf 3 passiert gar nichts. Jo. Hä? Komisch. Eigentlich finde ich mit nicht 80% mehr Schaden, Alter. Doppelten Schaden. Nicht schlecht. So. Ganz easy going. Alles kein Problem für uns. Zack. Hier auch nochmal das Ding mitnehmen. Dann irgendwie von der Decke. Müsste ja noch einer gewesen sein. Wo ist denn das gewesen? Ach, da war das. Ah, hier. Guck mal. Zack. Und dann auf den großen roten Knopf. Und fertig. Ich hoffe, dass die uns jetzt nicht angreifen, die Protektronen. Passwort haben wir ja. Also theoretisch sollte es daran schon mal nicht liegen. Tür öffnen. Und fertig. So, mal gucken, was passiert. Wir lassen uns überraschen. Hoffentlich nicht nur sehr böse. Okay. Scheint alles okay zu sein. Das sind also die Schätze von Jamaica Plain. Es war so klar. Ich nehme alles mit. Auch wenn es beschädigte Bücher sind. Da war jetzt irgendein Holoband. Passwort des eifrigen Ernie. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Mist. Schatzbestand. Das können wir uns auf jeden Fall anhören. Schatzbestand. So. Ah, Alter. Kunst. Ah, so. Aha. So können wir uns die Sachen angucken. So, dies ist ein Holoband. Holobänder sind Speichermedien, die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Datenwert von Musik, Tagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen zwar 200 Jahre später primitiv erscheinen. Warum exakt 200 Jahre? Zu unserer Zeit handelte es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie. Du kannst Holobänder mit dem Terminal auf diesem Tisch abspielen, drücke die Ladentaste, leg das Holoband in den Schacht ein und verschließe ihn. Die Wiedergabe sollte automatisch erfolgen. Schätze Terminal. Okay, brauchen wir eigentlich nicht. Warte, was stand da? Aha.
Jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele. Schatzbestand, das war es auf jeden Fall nicht mehr, was wir brauchen. Techniker, persönlicher Eintrag. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Hä? Naja, gut, das Holoband scheint direkt wieder rausgenommen zu sein. Anchorage Veteranflagge. Ah, Anchorage. Das ergibt natürlich schon mehr Sinn für mich. Perfekt. Oh, ich habe einen tollen Baseballschläger aufgenommen. Der anscheinend gut war. Baseballschläger der World Series 2076. Kleine Chance darauf, Gegner wegzuschleudern. Ich bin im Himmel. Wie geil. Plunder, sauberes grünes Kleid. Jede Menge tolle Dinge, die ich hauptsächlich verschrotten kann. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Jetzt bin ich richtig im Wahn. So, alles, alles. Irgendwas Biometrisches habe ich gerade aufgenommen. Egal, einfach alles mitnehmen. Ist hier noch irgendwas Geheimes? Nein. Ein Reporterstift, wie konnte ich den liegen lassen? Echt. Hey. So, wir müssen mal handeln, Keule. So, ich gebe dir mal tolle Waffen, die ich nicht brauche. So... Das wäre lustig, wenn der Dogmeat auch anfängt, Granaten zu werfen und so. Fände ich ja irgendwie... Nein! Silent Gesellschaft gehört mir. Meins. So. Fände ich ja irgendwie sehr, sehr lustig. Weiß auch gar nicht, warum. Lalalala. Was ist eigentlich hier vorne? War hier noch was? Jo. Eine Laserpistole. Keine sonderlich gute zugegeben, aber eine Laserpistole. Und das heimliche Trinkglas unter dem Pult, Rednerpult. Wer kennt es denn nicht? Na? So, das musste ich ja nicht machen, während ich drin bin. So, okay, Blast Radius. Brettspiel haben wir auch schon mehr als genug von aufgenommen, glaube ich. Das muss nicht noch eins werden. Ja gut. So. Dann können wir ja wieder rausgehen. Schöne Schätze waren das. Kulturschätze einfach mal. Und der tolle Schläger. Das ist natürlich schon irgendwie geil. Oder? Wenn die mal so wegfliegen, das hat was. Ich glaube, das sieht auch wahrscheinlich unheimlich cool aus. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Leg mal die Waffe an der Seite. In 30 Metern haben wir ein Ziel. Wen haben wir denn da? Jo, achso, ja, klar, die Werkstatt. Ja. Cool. So, cool. Coole Sache, echt. Wie groß ist denn hier der... Wow, der Bereich sieht aber gar nicht schlecht aus. Oder? Hier so... Wahrscheinlich an der Wand entlang, ja, genau. Und dann hier... Ach ja, es geht eigentlich. Kann man bestimmt was mit anfangen mit dem Bereich. Ist hauptsächlich dieses Haus eigentlich, ne? Das ist so ziemlich da drin. Kann ja gleich mal hier so ein bisschen was verschrotten. Was nicht unbedingt notwendig ist. Ein Lampenfuß kann auch weg. Hier, so ein Pinöpel geht leider nicht, okay. Mülleimer. Schön, wenn man das ganze Haus wieder wegräumen könnte. Oben ist auch bestimmt noch irgendwas. Aber naja. Kronkorkenmine. Das kommt auf die lange, 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 lange Liste von Siedlungen, um die wir uns leider noch nicht kümmern konnten, weil wir keine Zeit dazu hatten. Was wir aber wiederum unbedingt mal tun müssten. Ach Mist, den wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Aber egal, jetzt habe ich den halt dabei. So, okay. So, dann sehen wir mal zu, dass wir die Quests wieder abgegeben bekommen. Erstmal zur Abernathy Farm. Zu den anderen habe ich gerade keinen Bock. Zu dem Preston. Müssen wir wahrscheinlich nämlich sowieso gleich hin. Und dann können wir beides auf einmal machen.
hoffentlich fehlerfrei und ohne Bug. Ah, das wäre ganz schön. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.